Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder einige Telefonschnipsel mitgebracht, mit Gesprächen, die ich mit Betrügern geführt habe. Da die Gespräche alle ziemlich kurz geworden sind und die Betrüger nicht so viel Lust hatten, mit mir weiter zu diskutieren, sind sie eben kurz geworden. Ist aber auch schade, die ganzen Gespräche dann wegzuschmeißen. Da sie aber allenfalls noch zur Unterhaltung dienen und trotzdem ein bisschen zur Aufklärung beitragen, gibt's die Schnipsel jetzt hier heute in unserer Schnipselparty. Viel Spaß mit diesem neuen Video. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Alfred, ja? Das ist mein Vorname. Ja, Sie haben sich angemeldet für Onlinehandel, ja? Ja, und wen möchten Sie genau sprechen? Bitte? Ja, wen Sie genau sprechen möchten? Ich möchte mit Alfred Arad sprechen. Ja, zum Apparat. Sehr schön. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren und Ihren Handel beginnen? Was denn für ein Konto? Und was für ein Handel? Das ist über Bitcoin. Mhm. Sie haben für Bitcoin eine Registrierung gemacht. Ach, habe ich das, ja. Wann denn? Bitte? Wann denn? Das kann ich nicht so sicher sagen. Registrierung. Aha. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren oder nein? Ja, bei Betrügern nicht. Okay, dann ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, tschüss, Betrüger. Tja, und genau so sollte es in jedem Telefongespräch mit Callcentern laufen. Als allererstes sollte man überhaupt erstmal in Erfahrung bringen, wo die ihre oder eure Daten herhaben. Und das konnte sie hier schon nicht beantworten. Das hätte eigentlich eins ihrer leichtesten Fragen sein sollen in dem Gespräch, wo sie eben meine Daten her hat. Und vor allem, wann ich mich da angeblich angemeldet habe. Denn wenn ihr euch nicht an eine Anmeldung erinnern könnt, dann ist es euer gutes Recht, nachzufragen, von wann die Anmeldung ist und wo sie genau passiert ist. Und laut deutschem Datenschutzgesetz muss euch das so ein Callcenter, das euch einfach anruft, auch mitteilen können, wo eben die Genehmigung herkommt, dass ihr telefonisch kontaktiert werden dürft. Nur das wissen Betrüger natürlich in den allerseltensten Fällen. Guten Abend, ich grüße Sie. Lara Foster am Apparat. Ich melde mich von Investing Academy, von der globalen Börse. Aha. Aha. Ich habe gerade Ihre Daten bekommen und habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Aha, wie haben Sie das gesehen? Wie bitte? Ja, wie haben Sie das gesehen? Woran machen Sie denn das fest? Und so schnell kann es dann manchmal wieder vorbei sein. Ich habe sie jetzt hier gefragt, woher so oder woran sie das überhaupt festgemacht hat, dass sie gesehen hat, dass ich Interesse habe. Denn wenn man sich irgendwo einträgt und für irgendwas interessiert, dann, weiß ich nicht, dann kann sie ja jetzt nicht direkt darauf schließen, dass das jetzt übers Thema Onlinehandel ist. Naja, aber eine Begründung hat sie keine liefern können. Wieso auch immer. Hallo, hören Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt höre ich was, ja. Super, vergleichen. Hallo, das Apparat von der Bitcoin Prime. Aha. Also Herr Voldemort, es geht um die Registrierung. Sie haben sich vor 6 Tagen registriert. Aha. Ja. Sie haben das Interesse an der Finanzmarkt. Ist das noch aktuell? Nö. Ist das noch aktuell hier? Nö. Ah, das ist nicht mehr aktuell. Haben ja schon 1000 andere angerufen in der Zwischenzeit. Ja, und machen Sie gerade auch ein Video? Was für ein Video? Wie wissen Sie das schon? Nö, ich weiß nicht, was Sie meinen. Wissen Sie schon, was für ein Video? Was auf wollen Sie denn jetzt von mir? Auf deinem YouTube-Kanal, Mann. Haben Sie irgendwie Langeweile? Ja. Ja, ich merke das schon. Schön. Ja, für dich auch, ne? Ey, grüß an deinen YouTube-Kanal, ne? Tschüss. Was dieser Anruf darstellen sollte, ich weiß es nicht. Ich meine, die Betrüger wissen teilweise, dass sie eh auf YouTube landen werden, wenn sie,
gnadenlos bei den Leuten einfach so anrufen. Aber schon Wahnsinn, wie sie damit umgehen. Unprofessioneller geht's eigentlich überhaupt nicht mehr. Und davon mal abgesehen, die Lautstärke der Musik, die war hier auch absolut unfassbar. Man hat die Mitarbeiterin eigentlich gar nicht verstanden. Ihr Mikrofon völlig überdröhnt, weil sie irgendwie ja lauter als die Musik sein musste, wahrscheinlich schon beim Vorgespräch, weil der Kunde oder ja das Betrugsopfer, was vorher am Telefon dran war, sich schon gar nicht richtig verstanden hat. Aber so läuft's halt eben in Callcentern, die nicht seriös arbeiten. Da ist es unfassbar laut, die Musik dröhnt aus allen Lautsprechern und naja, die Mitarbeiter, die wissen nicht, was Respekt, Anstand und Ordnung ist. Hallo, guten Tag, ist Grüße Sie. Mein Name ist Sebastian Blan, ich bin leitender Berater und ich möchte Sie über Kryptowährungen informieren. Und Herr Gustav, ich habe eine Frage dazu, jo? Ja, und ich habe hier direkt erstmal gleich wieder einen Einspieler, denn seinen Firmennamen, den hat er hier definitiv nicht genannt. Hören Sie mich? Hm. Bitte, sagen Sie mir, wissen Sie etwas über Kryptos oder haben Sie eine Erfahrung? Hm. Also, welche Erfahrung haben Sie bitte? Schlechte oder gute? Sowohl als auch. Bitte? Sowohl als auch. Ach so. Können Sie mir bitte sagen, auf welche Plattform haben Sie es gemacht? Auf Binance. Auf Binance. Und machen Sie jetzt auch oder das war fertig? Nö. Was, ne? Na, ne. Einfach, ne? Ja. Fertig? Fertig in ein paar Jahren, ja? Ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich möchte Sie nur Informationen geben, ja? Worum geht es, was wir bitten unsere Kunden und die Möglichkeiten haben Sie, ja? Ja, was denn für Informationen? Na, das ist Information, das, was wir bitten unsere Kunden und worum geht es insgesamt? Mhm. Okay. Herr Gustav, das ist zum Beispiel, wir sind Analyse-Team und wir analysieren Kryptomärkte und bekommen Signale. Und diese Signale brauchen Sie für erfolgreiche Investitionen, ja? Aus Analysien? Analyse-Team. Was also Analysien? Analyse-Team. Was ist das? Wahrscheinlich Experten. Aha. Wir analysieren Kryptomärkte und bekommen Signale, ja? Verstehen Sie? Nicht so wirklich. Und diese Signale brauchen Sie, wie ich habe schon gesagt, für erfolgreiche Investitionen, ja? Mhm. Und wir arbeiten nur mit der kleinen Münze. Und diese Münze ist heute kostet billiger, aber hat in der Zukunft Preispotenzial, ja? Welche denn? Und wie bitte? Was für eine Münze? Ich höre sie so schlecht, ja. Ja, was für eine Münze? Kleine Münze, ja. Wir hätten im November Projekt mit Bitcoin. Im Dezember haben wir noch kleine Coine. Und jetzt, wir haben neue Projekte, ja. Sie jetzt mal kaufen Sie Bitcoin und tauschen die richtigste Münze. Und Sie bekommen monatlich bis 50% Gewinne. Und wie wollen Sie das garantieren? Ja, natürlich. Wenn Sie so machen, was von unserer Seite bekommen, die Informationen, Sie bekommen natürlich Gewinne, ja, ohne Verlust. Ja, und wie wollen Sie das garantieren? Wie, ich habe schon gesagt, ich gebe in unserem Leben ist 100% nicht garantiert, ja. Sollten sterben, ich oder Sie. Morgen, ja. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass das sicher ist. Ja, natürlich. Ja, aber wie wollen Sie das garantieren? Zahlen Sie das dann selbst bei Verlust oder was? Sie sollten so machen, was Sie von unserer Seite bekommen, ja, Informationen zum Beispiel. Wenn von unserer Seite sagen, dass Herr Gustav, Sie sollten morgen diese Münze verkaufen, weil übermorgen diese Preise gesunken, Sie sollten es verkaufen, ja, natürlich. Das heißt, das expertische Unterstützung. Ja, aber kann man ja trotzdem nicht garantieren. Natürlich ist es garantiert. Und auf der Börse kann man überhaupt nichts garantieren. Das ist ja Quatsch. Nein, das ist garantiert. Ja, Sie haben kein Verlust damit, ja. Ja, genau. Expertische Unterstützung heißt das, ja.
Ja, hinter Ihnen steht der Weihnachtsmann, das ist genauso sinnvoll. Ja, natürlich. Und ich habe eine Frage noch, ja? Darf ich? Ja, mach doch. Ja. Sie haben bei uns angemeldet, ja? Weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Bei mir ist Ihre Daten bekommen, ja, dass Sie sich mal für diesen Bereich Interesse haben, ja? Aber das ist ja ein Unterschied zwischen angemeldet und Interesse. Nein, wenn Sie Interesse haben, deswegen haben Sie angemeldet, ja. Wie heißt die Seite? Die Seite heißt bitcoinscitiesprofit.com. Aha. Da sagt man nichts. Haben Sie schon? Was denn? Stimmt oder nicht, bitte? Ja, weiß ich nicht. Aber was nicht so. Nicht? Klingt nach Betrug. Betrug? Was heißt Betrug? Ja, klingt nach Betrug. Was heißt Betrug? Ja, illegal, Abzocke. Bandenmäßiger Betrug. Ich weiß es nicht, weil ich habe so viele Kunden wie Sie, ja. Ja, ja. Sobald viele was vom Skript abweicht. Wie bitte? Ja, ja, ich sag schon, sobald was vom Skript abweicht, dann hat man euch gleich ausgehebelt, ne? Oh, okay. Sie sind unseriös, Mensch, und ich verschwinde meine Zeit, ja. Ja, genau. Genau, richtig. Ich wünsche schon Tag trotzdem ja, nicht so viel Erfolg mit Ihren Beinen, ja. Habe ich. Oh, okay. Oh, okay, ich wünsche schon Tag. Ciao, ciao. Immer wieder interessant, wenn solche Callcenter anrufen. Die geben einen Garantien und wenn man dann fragt, ja, wie diese Garantie überhaupt zustande kommt, denn auf der Börse kann man euch nichts garantieren. Die Börse ist quasi wie Glücksspiel. Man kann sich damit auskennen, das Ganze, das kann aber auch nach vorne, nach hinten losgehen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, wenn euer Geld weg ist, ist es weg und niemand schenkt euch einfach so Geld, um das Ganze wieder zu bereinigen. Und hier habe ich ja ganz klar nachgefragt, ob ich denn das Geld von der Firma wieder bekomme, wenn irgendwas schief läuft. Aber naja, die Antwort war ja hier wieder wischiwaschi. Dann hat er auf einmal gesagt, er hat ja nichts garantiert. Na, aber was ist denn die Garantie vorher gewesen? Also da dreht man sich wirklich im Kreis mit solchen Leuten. Die versprechen einem was und wenn man dann nachfragt, wie dieses Versprechen zustande kommt, wie die das überhaupt garantieren können, das Versprechen, ja, dann gibt es halt keine Antwort mehr dazu. So ist das halt, wenn man von einem Betrüger-Callcenter angerufen wird. Ja, hallo, guten Tag, ich grüße Sie, mein Name ist Emma Brand, ich melde mich von Investing Academy Global Börse. So, ich habe nur eine Frage für Sie, haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Haben Sie irgendwas im Mund? Weil Sie nuscheln so. Entschuldigung? Ja, haben Sie was im Mund? Sie nuscheln so. Okay, wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ja. Okay, so haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Ja, jeden Tag. Ich bestelle mal bei Amazon. Okay, aber was für eine Erfahrung haben Sie gehabt? Eine gute Erfahrung, eine schlechte Erfahrung? Ja, kommt doch mal drauf an, ob die Ware zerknittert oder in Ordnung ankommt. Je nachdem, wie der Paketbote damit umgeht, ne? Entschuldigung, haben Sie eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung? Diese Frage habe ich Ihnen doch gerade eben beantwortet. Oder haben Sie mir nicht richtig zugehört? Sie müssen schon mal richtig zuhören, wenn Sie mit mir telefonieren möchten. Ich finde das irgendwie ziemlich unseriös, wenn Sie die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen, obwohl ich Ihnen diese Frage schon bereits beantwortet habe. Das ist doch sehr komisch, was Sie da am Telefon machen. Wie bitte? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt schon gesagt. Warum klatschen die Leute da eigentlich im Hintergrund? Das finde ich auch ziemlich unseriös, dass da Leute im Hintergrund klatschen. Und genauso auch das mit der Musik da im Hintergrund. Und außerdem ist es auch unseriös, wenn Sie mir dazwischen fallen. Weil ich habe noch nicht ausgesprochen. Jetzt bin ich fertig und Sie dürfen jetzt. Und damit war die nette Dame dann auch schon völlig überfordert. Fragen beantworten ist wohl nicht so ihre Stärke. Das Problem hier ist, dass dieses Callcenter, das hat hier wirklich einfach schon mal eine Lautstärke im Hintergrund an den Tag gelegt mit der Musik und dann innerhalb dieses ganz kurzen Gesprächs gleich das Geklatsche da im Hintergrund, dass sie sich da wieder gegenseitig feiern und Menschen abgezockt haben. Das ist einfach Wahnsinn. Und das interessiert die überhaupt nicht. Die macht einfach weiter mit ihrem Kram und ja, sobald man Fragen stellt, was das eigentlich überhaupt schon? Weil Fragen beantworten ist so nicht die Stärke von Betrüger-Callcentern. Hallo, guten Abend, ich grüße Sie. Lara Foster am Apparat, ich melde mich von Investing Academy, von der Globalis Börse. Aha. Ich habe gerade Ihre Daten bekommen und habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Habe ich das? Aha.
Aha. Okay, tschüss. Was denn? Ja, hier vom Prinzip wieder genau das gleiche Beispiel. Die Musik des Todes laut im Hintergrund, gefühlt eine Riesenparty, die da am Laufen ist. Und naja, sobald man irgendwas sagt, was vom Skript abweicht, wissen die Callcenter-Mitarbeiter einfach nicht mehr weiter. Ja, sicherlich werden viele auch einfach nur schon von vornherein darauf getrimmt sein, sobald der Kunde irgendwas sagt, was man nicht beantworten kann, lieber das Gespräch einfach beenden, bevor es viel zu lange dauert. Denn, naja, Zeit ist Geld für solche Callcenter, ne? Grüße Sie, Nico Klausen ist mein Name. Spreche mit Abend. Mit was? Spreche ich mit Adelheid. Ja. Es freut mich, Sie im Apparat zu haben. Ich melde mich aus der Firma Space FXM. Der Grund ist anders ist das. Wir haben mitbekommen, dass Sie mal Interesse gezeigt haben, online zu handeln. Besser gesagt, online Geld zu verdienen. Ist das korrekt, Herr? Lesen Sie das ab? Lieber Mann, Space FXM, Sie haben ein Konto eröffnet und heute ich will nur zu aktivieren. Kostet ganz weniger. Ach, Sie lesen das auf jeden Fall ab, weil Sie können ja nicht mal antworten. Ja, bitte? Ja, genau. Was bitte? Was brauchen Sie? Ja, intelligente Menschen am Telefon, aber das gibt's halt irgendwie nicht. Netter Mann. Ja, weiß ich. Ich hab gesagt, Sie haben ein Konto eröffnet bei unserer Firma Space FXM. Und heute ich will nur zu aktivieren. Sie deponieren 250 Euro, wir unterstützen Sie mit 250 Euro. Dann also so wie Sie das betonen, könnten Sie auch definitiv auf einer Gay-Hotline arbeiten. Warten Sie kurz, bitte, ganz kurz warten. Jetzt holen Sie einen intelligenten Mitarbeiter, oder? Was haben Sie da jetzt vor? Ja, bitte warten Sie kurz. Ich warte auf den intelligenten Mitarbeiter, der Deutsch versteht. Nochmal? Ich sagte ja, ich warte auf den intelligenten Mitarbeiter, der Deutsch versteht. Okay. Also ich bin Jens Kröger, also Sie wissen natürlich, ich melde mich aktuell von SpaceFXM. Falls Sie ein bisschen Zeit haben, also wir können auch das Konto zu aktivieren. Sie haben schon mit Klaus auch gesprochen haben. Und ich kann auch Ihnen besser navigieren, da wir können auch das Konto zu aktivieren. Herr Howard, haben Sie Computer in der Nähe, wenn ich fragen darf? Ja. Okay, prima. Haben Sie jemals mit TV-Wahl oder mit Anydesk gearbeitet, damit ich kann Ihnen besser navigieren? Das klingt nicht seriös. Welches Unternehmen hat auf meinem Computer was zu suchen? Also unseriöser geht's ja wohl nicht. Nee, wir sind schon ein seriöses Unternehmen. Nee. Also, ich kann auch, Moment schon, besser navigieren. Deswegen, ich brauche schon auch Anydesk oder TV-Wahl. Oder wie können das ohne Anydesk machen? Sind Sie schon bei unserer Plattform momentan? Ich habe keinen Bock, Betrüger auf meinen Rechner zu lassen. Nee. Okay, lass die Anydesk oder TeamViewer. Möchten Sie das Konto zu aktivieren selbst? Also ich kann auch nur für Stimme behilflich sein. Ja, wie gesagt, ich habe kein Interesse an Betrügern. Okay, dann. Warum haben Sie schon ein Konto bei unserer Plattform geöffnet haben? Weil man das ja vorher nicht sehen kann, ob ihr Betrüger seid, aber wenn man da einfach anruft und dann mit Anydesk und so und nur Kakerlakendeutsch kann und gelogene Namen und... Hallo, würdest du mich... Ja, dann unterbrechen Sie mich noch die ganze Zeit, also unseriöser geht's nicht. So verhalten sich definitiv ausschließlich nur Betrüger. Sind Sie krank oder was denn? Tja, und genau so bestätigen Sie das auch noch, dass Sie Betrüger sind. Okay, dann. Falls Sie wünschen, also nicht Ihre Geld zu vermehren, bleiben Sie immer in der Scheiße da. Was soll ich sagen? Tja, das würde ich eher wohl dir empfehlen, dass du da nicht in der Scheiße sitzen bleibst, weil mehr ist es ja nicht da wert, was ihr da macht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, tschüss. Das wünsche ich dir nicht. Tja, also über so ein Gespräch kann man eigentlich nur noch schockiert da sitzen. Der erste Mitarbeiter, der versteht kein einziges Wort, das man ihn fragt und auf das antwortet, was er eigentlich sagt. Und naja... Dann wird man einfach direkt weitergeleitet, wo der Mitarbeiter schon weiß, worum es geht. Deutet darauf hin, dass der Mitarbeiter auf jeden Fall, schon irgendwie mit zugehört haben muss. Tja, das ist schon wieder illegal. Genauso wie sie nicht einfach so anrufen dürfen ohne ein Double Opt-in. Naja, und dann ist das nächste, die wollen direkt erstmal mit TeamViewer oder Anydesk auf dem Rechner drauf zugreifen. Was auch nicht unbedingt nach
saubere Arbeit klingt. Denn TeamViewer und AnyDesk ist eine Remote-Desktop-Software, wo man an eurem PC rumspielen kann. Aus der Ferne. Und das sollte auf jeden Fall auch nicht von der Bank kommen. Das kann man sicherlich von irgendeinem Computerservice machen lassen oder von Freunden, wenn man dem vertraut gegenüber. Aber nicht irgendwelchen Leuten aus dem Internet. Naja, und dann wurde er ja auch noch beleidigend, als man nicht das gemacht hat, was er wollte. Ja, also ich glaube, mehr Beweise für den Betrug konnte dieses Callcenter hier gar nicht in dieser ganz kurzen Zeit liefern. Naja. Hallo. Hallo, Alfred, wie geht es Ihnen? Das ist mein Vorname. Vorname, ja. Herr Reintens ist Ihr zweiter Name. Das nennt man Nachname. Ja, Nachname. Das kenne ich schon. Das haben Sie selber geschrieben bei unserer Plattform. Ja, warum sagen Sie denn meinen Nachnamen nicht? Weil Alfred ist leichter. Wieso? Weil Alfred ist leichter? Aha. Das hat aber nichts mit Höflichkeitsform zu tun. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich überhaupt von mir? So, Herr Deutschemann, Sie haben eine Anmeldung bei unserer Plattform gemacht, als eine interessierte Person in Online zu handeln. Ja, was denn für eine Plattform? Ja, das ist Bitcoin.com, Crypto.com. Aha, nee, habe ich nicht. Okay, da steht diese Anmeldung mit Ihrer Nummer und Ihrer E-Mail. Ja, aber dann haben Sie da wohl die Daten illegal aufgekauft, ja. Ja, das könnte auch sein. Ja. Was wichtig ist, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht. Nee, habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Was haben Sie erklärt? Können Sie überhaupt Deutsch? Ich kann überhaupt Deutsch, aber ich sage Ihnen, die Anmeldung ist so gemacht. Ja, genau. Sie genau. sagen, das kann auch vielleicht sein gekauft. Ich kann Ihnen sagen auch, dass Ihre Mutter kann eine Hure sein, aber das ist nicht wichtig. Haben Sie ja? irgendwie einen Dachschaden oder so? No, habe ich nicht. Doch, scheinbar schon. So. Oder jemand hat Ihre Daten geklaut, oder Sie haben selber die Anmeldung hier gemacht. Ja, da müssen Sie aber Sorge für tragen, damit sowas nicht passiert. Nein, Mann, Sie müssen so... Nee, nicht nein, Mann. Sie müssen laut deutschem Gesetz dafür Sorge tragen, dass so etwas nicht passiert, mit einem Double Opt-in. Sie müssen Ihre Daten sichern. Ja, ich muss überhaupt nicht sichern. Ja, müssen Sie doch. Nee. Weil wenn jemand kommt und macht eine Anmeldung an Ihren Namen, das bedeutet, dass Ihre Data ist sicher, nicht meine. Ja, genau. Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. Sie dürfen nicht einfach bei mir anrufen und ich erlaube Ihnen auch nicht, bei mir anzurufen. Das ist ein illegaler Werbeanruf. Na, Mann, was für illegaler. Ich kann anrufen, wer ich will am Telefon. Nee, Sie können nicht anrufen, wen Sie wollen. Definitiv nicht. Ich kann. Ja, es ist verboten. Ich hab Ihnen doch angerufen. Ja, es ist trotzdem verboten. Wie ist das verboten? Ja, es ist verboten, einfach Leute anzurufen. Ich habe mehr als 500 Personen am Tag. Ja, das glaube ich erstens nicht, weil das schafft man in 8 Stunden nicht. Und zum Zweiten ist es traurig, dass so viele Leute anrufen, weil es ist illegal. Ich anrufe so, weil ich arbeite 12 Stunden am Tag. Ja, es ist trotzdem illegal. Und auch in 12 Stunden schafft man es nicht, 500 Leute anzurufen. Das ist Quatsch. Mann, wenn jemand macht eine Anmeldung an meine Plattform und da sagt, ich akzeptiere, dass jemand mich telefoniert, das ist gar nicht verboten. Doch, Sie das ist verboten. Sie müssen ihre Regeln lernen. So. Wenn Sie sagen, ich stimme zu. Das nennt man Kaltakquise. Das ist verboten. Sie brauchen einen Double Opt-in. Ich muss einen Automat anrufen und mir einen PIN durchgeben, damit ich den dann online eintrage. Und dann ist es erlaubt. Vorher nicht. Was zum Teufel reden Sie? Ja, genau. Oh je. Hier haben wir wieder ein Callcenter, was selbst alle Beweise geliefert hat. Also, es ist ja in der Tat so, das Callcenter ist in der Beweispflicht, ob die mich anrufen dürfen. Denn euch darf nicht jeder dahergelaufene einfach so anrufen. Das ist in Deutschland verboten. Privatleute können Privatleute anrufen, aber Firmen dürfen Privatleute in gar keinen Umständen anrufen. Außer es dient dazu, das bestellte oder gekaufte Produkt irgendwie noch darüber irgendwas zu klären. Da kann man dann anrufen, auch wenn man kein Opt-in hat. Also sofern schon eine Leistung geschehen ist, dann darf man Rückfragen stellen. Dann ist es auch kein Verkaufsgespräch mehr. Solange das Ganze aber als Verkaufsgespräch dient und man da irgendwo was bezahlen, einzahlen oder Geld überweisen soll, dann muss man definitiv ein Double Opt-in haben. Und das haben die nicht. Naja, und dann ist er ja auch gleich noch beleidigend geworden. Und naja, die deutschen Gesetze scheint er ja auch nicht unbedingt zu kennen. Also spricht auf jeden Fall definitiv nicht für ein seriöses Callcenter. Also 100% die Finger von weglassen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wieder mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Und jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.